Wenn es ein Challengers gibt, das schwer zu predikten ist, dann ist es genau dieses Challengers. Wir haben in Gruppe A die sogenannte Todesgruppe, wo eigentlich alles drin passieren kann, und in Gruppe B eine relativ offene Gruppe. Wir versuchen das Ganze heute zu predikten. Wahrscheinlich werden wir alles am Ende dabei wegjinxen und entweder ihr liebt uns oder ihr hasst uns danach. Aber schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze so prediktet, und denkt dran, Like da lassen, Abo da lassen, hilft uns sehr. Wir fangen an. In Gruppe A würde ich als erstes FPX sehen. FPX ist eigentlich ein Team, was individuell sehr stark ist und wahrscheinlich auch sehr heiß ist, Riot zu zeigen, dass sie wirklich nach Masters gehören. Sie werden ihren Ruf als bestes Team in Europa verteidigen wollen, und dazu gehört eben auch der erste Platz in der Gruppe. G2 wird, denke ich, Zweiter. Sie hatten keine Roster-Moves, sie waren bei Masters, konnten dort eine Menge über sich und über andere Teams lernen. Wenn man das Ganze gut adaptieren konnte und daraus die richtigen Schlüsse ziehen konnte, ist G2 für mich hier Zweiter. Auf Platz 3 wird es für mich schon schwer. Wir hatten mit Ascent, die ich jetzt mal auf Platz 3 predikte, ein Team, was zwei neue Editions hat mit Monster und Wack. Das sind zwei sehr interessante Editions, und ich bin mal gespannt, wie das Ganze im Roster dann funktionieren wird. Wir haben natürlich keine Scrims bisher gesehen. Ich glaube, Ascent will wieder zeigen, dass sie auch nach Champions gehören. Sie wollen den Titel dort verteidigen. Dazu gehört, dass sie jetzt auch in die Playoffs und natürlich auch noch zu Masters kommen. Das traue ich Ascent zu. Aber mit den zwei Editions, das kann auch nach hinten losgehen. Und genauso kann das auch auf Platz 4 nach hinten losgehen, nämlich bei Fnatic. Die haben nämlich mit Enzo und Alfacha nicht nur zwei Leute geholt, die mich irgendwie an Pizzalieferdienst und einen Shisha-Tabak erinnern, sondern sie könnten auch, ja, gut bei Fnatic reinslotten. Aber genauso gut kann es natürlich auch nach hinten losgehen. Ich bin mal gespannt, wie Boaster die beiden einsetzt, vor allem auch neben jemandem wie Durkee. Fnatic ist für mich ein Kandidat, der die Playoffs schaffen kann, aber genauso gut kann es eben, wie gesagt, nach hinten losgehen. Ich hoffe natürlich nicht, aber ja, es wird schwer. Ich glaube, es reicht nur für Platz 4. Auf Platz 5 sehe ich London United. London United ist für mich so dieses Team, was so die Top-Teams nervt. Hier mal eine Map holt, da mal eine Map holt und dann vielleicht auch mal eine ganze Series holt und sich so ein bisschen durchschlängelt. Ich glaube nicht, dass es für die Playoffs reichen wird, aber ich glaube auch nicht, dass das als letzter Platz durchgehen wird. Als letzten Platz habe ich leider Focus. Aber bevor ich jetzt wieder komplett weggeflamed werde, diese Gruppe ist wide open. Es kann wirklich alles passieren. Focus hat noch den Vorteil, dass sie eine relativ lange Ruhezeit hatten, keine Roster-Moves hatten, sehr viel die Teams beobachten konnten, selbst wenn es eigentlich nur G2 war, was irgendwie relevant war von dem, was man beobachten konnte, weil Fnatic hat jetzt irgendwie bei Masters keine Aussagekraft gehabt. Und ich glaube, das könnte sehr gut für Focus sein. Das ist etwas, wo Focus ja Schlüsse draus ziehen kann und viel Arbeit auch im Vorhinein machen kann. Ich glaube aber, Focus ist schlau daran, den Klassenerhalt zu berufen als Ziel. Ja, alles andere darüber ist eigentlich schon wieder Teil der Focus Miracle Story, die wir alle lieben. Wenn Focus das schafft, dann können wir alle happy sein. Ich bin dann auch komplett happy drüber. Ich glaube aber nicht dran. Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu negativ eingestellt. Aber selbst wenn man letzter wird, ey, dann hat man halt legit einfach Lospech gehabt, weil diese Gruppe ist wirklich, wirklich schwer. Und in Gruppe B hätte ich M3C oder Mac oder eben Gambit, je nachdem, wie ihr sie nennen wollt, auf Platz 1. Die Jungs werden hungrig sein, die sind wahrscheinlich individuell mit am stärksten in der Gruppe. Und ja, M3C, das sind einfach Macher. Ich glaube einfach, M3C wird absolut Platz 1 sein und eben auch bei Masters mit dabei sein wollen. Die werden auch bei Champions insgesamt angreifen wollen, und dazu gehört eben auch, wie gesagt, ein gutes Abschneiden in der Gruppe. Auf Platz 2 sehe ich Guild. Das ist ein Team mit einer Menge an Potenzial, und die werden eine Menge gelernt haben aus dem letzten Challengers. Dort sind sie ja gegen Ende ein bisschen unrühmlich abgegangen, aber im Endeffekt, das sind noch junge Leute, die haben Entwicklungspotenzial. Wenn sie die richtigen Schlüsse gezogen haben, dann sehe ich Guild in dieser Gruppe auf Platz 2. Als drittes sehe ich mit Ach und Krach Liquid. Also ich bin Fan von Liquid, versteht mich da nicht falsch, aber ich glaube, dass dieses Roster nicht nachhaltig funktioniert. Ich glaube, man braucht wirklich einen Ingame-Leader und man braucht einen Manager mit dicken Eiern, der da irgendwen von diesen fünf Leuten, die alle, das wäre zu schade, jemanden von denen rauszuschmeißen, weil das wirklich individuell krasse Leute sind, aber du brauchst einen Manager mit Eiern, der davon einen rausschmeißt und dann den richtigen Ingame-Leader holt und der dieses Team langfristig besser macht. Vielleicht reicht die individuelle Stärke von Liquid jetzt noch für Platz 3. Wenn ja, dann kann man als Liquid-Fan, glaube ich, glücklich sein. Wenn nicht, dann war es absehbar. Und dann glaube ich, dass Liquid auch zum nächsten Challengers, ja, leider Gottes Roster-Changes machen werden muss. Und wenn man es nicht macht, dann glaube ich, wird das Liquid-Roster nicht irgendwann implodieren. Irgendwann werden dann Spieler von selbst ausgehen. Auf Platz 4 habe ich Big. Ich bin wirklich großer Fan von diesen Roster-Moves. Also Musashi und
Laka zu holen, ist, glaube ich, sehr gut gewesen. Ich hoffe nur, dass diese Moves nicht zu spät kamen. Ja, mit Goppe, das klang ein bisschen schnell und ein bisschen unvorhersehbar, dass das Ganze so kommt vielleicht für die Orga. Ich hoffe nicht, weil wenn das Ganze funktioniert, dann glaube ich, da hat man da eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen. Ich glaube, da hat man 5 Leute, die individuell auch wirklich sehr gut ist. Potenzial hat das Roster und ich glaube, für den einen oder anderen Upset werden sie stark genug sein. Vielleicht reicht es sogar auch für die Playoffs. Ich glaube nicht, dass sie Letzter werden und deswegen sehe ich sie auf Platz 4. Na'Vi müsste dann Fünfter werden. Na'Vi sehe ich ähnlich wie London United. Ist so ein Team, was dann einfach mal den Top-Teams mal so eine Map abnervt oder eine Series abnervt. Und ja, dann werden sie wahrscheinlich nicht Letzter werden. Und auf Platz 6 sehe ich BBL. Ich glaube nicht, dass BBL sich halten kann. Ich glaube auch, dass wir BBL im nächsten Challengers nicht sehen werden. Jetzt No Front gegen BBL, aber ich glaube einfach, die türkische Region ist im Vergleich zu vor allem der CIS-Region und ja, von den anderen Regionen, die wir auf der Welt haben, glaube ich einfach nicht so stark, wie man es vielleicht sieht. Ich meine, im letzten Challenge, das haben wir auch gesehen, BBL gewinnt nur gegen SMB und ja, man hat die eine oder andere Map gegen die Top-Teams gewonnen gehabt. Aber so im Endeffekt wurde man einfach nicht wirklich gefährlich und deswegen glaube ich, dass BBL sich verabschieden wird. Zu wünschen wäre es ihnen natürlich nicht, zu wünschen ist das gar keinem, aber ja, das ist meine Prediction. Jetzt kommen wir zu meinen Predictions für die VCT EMEA Gruppenphase. Starten wir mit der Gruppe A, die von vielen Leuten im Vorfeld als Todesgruppe bezeichnet wurde. Der Grund dafür ist, dass mit FPX, Fnatic und G2 die drei besten Teams aus der letzten Season in derselben Gruppe sind. Und auch der Champions-Sieger Ascent ist mit 2 neuen Spielern in der Gruppe dabei. Die letzten beiden Teams in der Gruppe sind OG, London United und natürlich Neuzugang aus der Dachliga, der Focus Clan. Wir fangen von unten nach oben an und ich predikte, dass London United Letzter in dieser Gruppe wird. Sie haben mit Hype einen Neuzugang, aber ansonsten hat sich nicht viel bei ihnen verändert. Sie haben in der letzten Season die Playoffs zwar nur relativ knapp verpasst, aber in so einer starken Gruppe wie die hier glaube ich nicht, dass sie reelle Playoff-Chancen haben. Mein Pick für den 5. Platz ist wahrscheinlich ziemlich kontrovers, denn ich entscheide mich für Fnatic. Fnatic hat sich nach Masters entschieden, 2 neue Spieler zu holen, nämlich einmal Alfacha von Surreal und Enzo von Alliance. Beide haben absolut gar keine Tier 1 Erfahrung und ich glaube, dass das Team erstmal eine Weile brauchen wird, um sich wieder zu finden. Sie haben mit Boaster immer noch einen guten Ingame-Leader und mit Durkay immer noch vielleicht den besten Duelist der Welt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es am Ende reichen wird, sie durch diese Gruppe zu carryen. Mein Pick für den 4. Platz in dieser Gruppe ist Focus. Ich persönlich glaube nicht, dass sie in die Playoffs kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es knapp werden wird, aber das Kaliber an Teams, gegen die sie hier spielen müssen, ist nochmal deutlich, deutlich krasser als die Teams, gegen die sie bisher gespielt haben. Focus hat allerdings meine Erwartungen an sie schon mehrmals meilenweit übertroffen und wer weiß, vielleicht schaffen sie es diesmal auch wieder. Ich würde es ihnen definitiv gönnen. Der 3. Platz geht meiner Prediction nach an G2. Ich glaube nicht, dass sie viel verändern werden und ihr Spielstil funktioniert ziemlich gut gegen die Teams aus der eigenen Region. Trotzdem besteht weiterhin das Problem, dass Nukie der Ingame-Leader ist und der deshalb wahrscheinlich sein Fragging-Potenzial nicht ganz ausnutzen kann. Meiner Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieses Team irgendwann mal auseinanderfallen wird, aber ich glaube, dass es reichen wird, um hier in die Playoffs zu kommen. Mein 2. Platz ist Ascent. Auch Ascent hat 2 neue Spieler mit Vag und mit Monster, die beide auch nur relativ wenig Tier 1 Erfahrung haben. Weil sie in der letzten Season die Playoffs verpasst haben, hatten sie allerdings viel mehr Zeit, sich ein neues Team zusammenzubauen. Man darf auch nicht vergessen, wie viel Firepower dieses Team eigentlich hat, mit Spielern wie CNET, Sieg und Starkso. Trotzdem bleibt seit dem Abgang von Bone Cold die Frage offen, wer jetzt eigentlich Ingame-Leader ist und wir werden in Official sehen, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Und der 1. Platz in Gruppe A ist FPX. In der letzten Season waren sie eindeutig das beste Team, obwohl sie mit Sentence gespielt haben, und ich glaube, dass sie mindestens ihre Leistung diesmal halten können oder sogar noch besser werden, weil sie jetzt wirklich mit ihren richtigen 5-Mann-Lineup spielen haben und weil sie in Island nicht teilnehmen konnten, noch mehr Zeit hatten, sich vorzubereiten. Dann kommen wir zur Gruppe B und da haben wir mit Team Liquid, M3 Champions und Guild 3 Teams, die letztes Mal in den Playoffs waren. Alle 3 Teams sind auch komplett unverändert. Auch BBL Esports ist in Gruppe B unverändert und die letzten beiden Teams der Gruppe sind Na'Vi und BIG. Diese beiden Teams haben auch etwas am Roster verändert. Bei Na'Vi ist der Spieler Zeddy neu im Team. Bei BIG hat sowohl der Captain und Ingame-Leader Gobbe als auch Kasper, der junge Finne, das Team verlassen. Neu dazugekommen sind die beiden Deutschen Laka und Musashi. Da der Großteil der Teams in dieser Gruppe komplett unverändert sind, fällt mein Ranking diesmal auch etwas weniger kontrovers aus. Auf dem letzten Platz ist für mich ziemlich eindeutig sogar BBL Esports. Sie sahen in der letzten Season auch schon nicht gut aus und hatten eigentlich Glück, dass sie mit SMB ein noch schlechteres Team in der Gruppe hatten. Auf dem 5. Platz ist für mich Na'Vi.
Sie sahen in der letzten Season gar nicht so schlecht aus und ich glaube auch, dass sie wieder Upset-Potential haben, aber am Ende wird es für die Playoffs, glaube ich, leider nicht reichen. Big landet bei mir auf dem 4. Platz. Als ich gesehen habe, dass Gobert das Roster verlassen wird, muss ich sagen, habe ich ziemlich schwarz gesehen für das Team. Aber dafür haben mich die Neuzugänge auch sehr positiv überrascht. Musashi und Laka waren beide in meinen Augen zu gut für die Teams, bei denen sie bisher gespielt haben. Und zwei deutsche Topspieler zu Big zu holen, passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Trotzdem würden sie meiner Prediction nach die Playoffs auf dem 4. Platz knapp verpassen. Auf dem 3. Platz ist Team Liquid. Obwohl sie in letzter Zeit sehr enttäuschende Ergebnisse hatten, haben sie sich gegen Roster-Moves entschieden. Stattdessen wollen sie intern ihre Rollen anpassen. Team Liquid fehlt einfach ein richtiger Ingame-Leader. Und ich glaube nicht, dass sie in dieser doch sehr kurzen Zeit auf einmal eine magische Lösung gefunden haben oder so, sodass sie auf einmal wieder eins der besten Teams der Welt wären. Trotzdem sind nach wie vor alle Spieler in dem Roster extrem krass individuell. Auf dem 2. Platz habe ich Guild Esports. Guild sah in der letzten Season mega gefährlich aus, aber dann haben sie in den Playoffs ziemlich reingechoked. Ich glaube, dass die Spieler von Guild diese Erfahrung auch mal gebraucht haben und dass sie auch daraus gelernt haben. Scythe und Leo gehören für mich nach wie vor zu den besten Spielern in Europa und die enttäuschenden Niederlagen in den Playoffs haben sie, glaube ich, nur noch stärker gemacht. Und auf meinem 1. Platz ist MAC, M3C, M3 Champions oder was auch immer. Das ehemalige Gambit sah in der letzten Season in den Playoffs bis zu ihrer Niederlagenserie aus wie das beste Team der ganzen Welt. Sie spielen einfach geiles Valorant und es war für alle ein riesen Schocker, als sie letztes Mal plötzlich ausgeschieden sind. Ich glaube und hoffe, dass ihnen dieser Fehler diesmal nicht passieren wird, denn dieses Team gehört einfach auf die internationale Bühne und nicht in irgendwelche Online-Qualifier. Ja, das waren meine Predictions. Wenn es so laufen sollte, wie ich mir das vorstelle, dann schaffen es leider sowohl Focus als auch Big nicht in die Playoffs. Ich würde es mir natürlich für beide Teams sehr wünschen und ich lasse mich da auch gerne überraschen und eines Besseren belehren. Wäre ja nicht das erste Mal, jedenfalls was Focus angeht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von unseren Rankings haltet. Glaubt ihr, Focus und Big können es in die Playoffs schaffen? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.